Hallo, wir sind Jenny, Jackie und Maxi. Wir leben und reisen seit 3,5 Jahren in unserem Wohnmobil. Seit einem Jahr sind wir nun komplett unterwegs, da wir uns eine Auszeit genommen haben. Während dieser Zeit trafen wir schon auf viele tolle Orte und auch Menschen. Und wenn ihr mögt, begleitet uns doch dabei. Ja, und ganz neu jetzt mit dabei und mit an unserer Seite ist der Figu. Ein kleiner Fusselgeigo. Ja. Hallo, hallo. Ja, ich würde sagen, wir sind noch immer hier in unserem Revier. Ja, wir haben den Platz nicht verlassen, wir sind nicht gefahren. Ja, ich denke, ich werde Sonntagmorgen losdüsen. Jetzt laufen wir mal eben ein Stück, hier ist gerade ein bisschen die Sonne weg. Ein bisschen bewegen. Heute war es schon wieder sehr heiß. Jetzt ist es bewölkt, wie man sieht. Und es geht jetzt. Also von der Temperatur geht es jetzt. Wirklich okay. Jetzt latschen mir die Hunde wieder vor die Füße. Ich weiß nicht, heute ist echt so ein laufe ich nach rechts, laufen die nach rechts, laufe ich nach links, laufen die nach links. Und ich habe den kaputten Fuß. Das ist natürlich mega scheiße. Ja. Wir laufen jetzt mal. Ich fällt gerade mal auf. Könnt ihr auch mein Handy eigentlich mal so halten, ne? Man muss ja nicht immer so hoch und so seitlich halten. Eigentlich könnte ich das einfach mal so vor mir halten. Ich finde nämlich meinen Selfie-Stick nicht. Der ist irgendwo im Nirgendwo. Ja, zum Glück sind wir jetzt, kommt wieder die Sonne raus. Und direkt ist wieder eine Bullenhitze. Und ich habe gedacht, schön, jetzt kannst du, Vorsicht, jetzt kannst du schön laufen. Boah, ist das warm. Was ich ja nochmal sagen muss, was hier in Spanien richtig krass ist, gerade denke ich, was fährt das Auto so komisch? Die machen einfach. Die Väter fahren hier mit ihren Söhnen einfach, die lassen die hier einfach fahren, die fahren einfach Auto. Hier, öffentliche Straße, klar, hier ist nicht so viel Verkehr wie auf der großen Straße, aber sie tun's. Hier laufen Kinder, hier laufen Hunde, hier laufen Menschen, hier läuft alles. Schon krass. So, wie war das? Alles Gute kommt von oben. Ich habe gerade, hat mich gerade ein Vogel angeschissen. Und ich habe natürlich aus Reflex, weil ich dachte, da ist ein Vieh drauf geflogen, habe ich direkt weggeschlagen. Ja, also habe ich noch einmal schön mit dem Finger durchgezogen. Prima, mal eben Kacker wegbringen. Figo hat gerade ein Kackerchen gemacht. So, dann kommt Mäuse. Ja, wir gehen wieder zurück. Es ist einfach viel zu warm. Viel, viel, viel zu warm. Ja, jetzt laufen wir wieder zurück. Ah, meine Hände waschen, meinen Arm abwaschen. Guten Morgen, wieder mal vom Hundeauslauf, wie fast jeden Morgen. Ja, wir sind jetzt schon eine ganze Weile hier
Und ja, die Mäuse haben sich schon gut ausgetobt. Wir laufen jetzt gleich noch mal ein Stückchen. Jackie wollte auch mal eben erzählen. Ja, wir laufen jetzt gleich noch mal eben ein Stückchen hier schön am Wasser. Denke ich, wird schon ziemlich warm gerade. Ja, wir schauen mal. Wir schauen mal. So. Mittlerweile wird es schon hier ein wenig touristischer. Werden mehr Toiletten aufgestellt. Maxi, möchtest du schon nach Hause oder was ist los? Was ist denn? Warum möchtest du denn nicht da laufen? Hm? Wir können doch noch schön hier am Wasser entlang laufen. Komm! Wollt ihr beide nach Hause? Warum denn? Oh, zu warm? Okay. So, dann geht's zurück zum Wumi. Update machen. Es wird. Da ist das schön. Wird schön lila, gelb, blau. Auch dazwischen schön beide Seiten. Ach, herrlich. Ja. Riecht ein Boot. Ob das irgendjemand hier transportiert hat? Oder ob das hier angeschwemmt wurde? Ey, hast du da... Geist sah da nicht aus. Er sah eher aus wie ein Mensch. Oh, gefährlich. Aber wie kann man denn da drin wohnen? Immer noch am einen Ort. Da stehen sie, die zwei. Ja. Aber heute wird wirklich definitiv der letzte Tag sein. Also ich habe jetzt hier rumgeschludert. Ich bin jetzt schon über eine Woche hier. Aber hier ist es auch wirklich wunderschön und super mega ruhig. Und ja, schön, traumhafte Farben hier vom Meer und man kann hier auch wirklich gut spazieren gehen und noch, wie gesagt, ist es hier wirklich ruhig, leer, angenehm. Ja, wir stehen jetzt ja auch in den Seitenstraßen. Wir können uns auch wieder auf den Stellplatz stellen, da darf man nur 48 Stunden, aber wenn man eine Pause macht, kann man halt wieder hinfahren. Aber da es ja so geregnet hat, ist der total matschig und hier ist halt kein Matsch, natürlich dann viel besser. Ja, aber morgen fahre ich definitiv weiter, weil ich muss ja nach Deutschland, auch wenn ich nicht möchte, aber ich habe jetzt nur noch 9 oder 10 Tage und eigentlich wollte ich ganz langsam fahren, sodass ich auch noch was sehe, noch ein paar Eindrücke mitnehmen kann und ja, wäre zu schade, wenn ich dann einfach rasen muss. Also, das mag ich gar nicht. Lieber reisen statt rasen. Ja, mal schauen. Ich denke, ich werde jetzt schon einen Platz auslassen und werde direkt den nächsten Platz dann anfahren, den ich eigentlich, ja, wo ich eigentlich zwei Plätze anfahren wollte, werde ich jetzt einen anfahren, weil ja, den kenne ich schon. Ja, ist dann halt, das ist dann halt das mit der Zeit, ne? Wenn man dann so schnell fahren muss. Naja, wir schauen mal. Wir schauen mal. So, die Jackie legt mich und die zwei rennen um die Wette. Er rennt. Und er rennt auch. Ach, hat er jetzt aufgehört? Ich glaube, Vigo ist schon angekommen. Vigo war erster.
Maxi läuft immer noch. Und die kleine Jackie, die liegt. Ich wollte eigentlich den Selfie-Stick mitnehmen. Bis jetzt habe ich den gegeben. Habe ich den mal mitgenommen. Ja. Immer das Gleiche mit dem YouTuber. Pizza! Genau. Eigentlich wollte ich mal unseren Spaziergang einfach mal so aufnehmen und den Leuten mal zeigen, so wie das so bei uns abläuft, wie langweilig das ist so. Ja. Jetzt ist auch nichts getan und jetzt geht die Fresserei los. Ja, ich meinte eigentlich unsere Spaziergänge, wie langweilig die immer sind. Wollten wir doch mal festhalten so. Außer wie wir vom Baum laufen oder uns das Genick brechen oder. Die Zähne hast du ja schon gebrochen. Führst du sonst nicht hoch? Oh, das ist aber böse. Nee, da gibt's aber gar nichts. Da gibt's gar nichts. Du musst dann das einwenden, was ich dir jetzt bei Instagram geschickt habe. Geil, aber der hat gar kein nichts zu trinken. Also, ich weiß, bin schon froh, dass der jetzt da nicht mehr sitzt. Ja. Wow. Das war cool. Yeah. Yummy, 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 yummy. Ab zum Brand. In glückliche Gesichter? Wir können den jetzt überfallen, weil wir wissen, der holt sich jetzt eine Pizza. Aha, was willst du? Also was zum Abnehmen. Ja, genau. Aber eigentlich können wir es da draufsetzen, die Beine baumeln lassen und die Pizza neben uns stellen. Wenn die sehen. Ah! Dann kommt die Möwe. Ja, genau. Und dann haben wir nichts mehr. Ja. Und dass wir keine Pommes dabei haben. Auffallig. Sonst siehst du nämlich so aus wie der im Video. Geh weg! Geh weg! Meine Pizza! Hauptsache, wir sind jetzt hier ungestört. Ist kalt hier. Oh, da saß schon jemand mit Pizza. Oh! Aber von der anderen Seite. Ja, wie setzen wir uns denn jetzt hier hin? Eine hier drauf, die andere. Ja, genau. Bist du bereit? Für die Pizza? Für die geilste Pizza des Jahrhunderts? Oh. Nein, das sind aber Umkleiden. Ja. Pizza schon. Aber diesen Ausblick dabei? Nicht so eine Pizza von der Pizza. Ja. Wo kommen die jetzt hier hin? Wie geil. Auf jeden Fall. Deswegen sitze ich auch gerne mit Essen am Strand. Gute Nacht, Schatz. Schlaf schön weiter. Schlaf schön weiter. Ach, schön da hier, mein Schatz. Gute Nacht. Gute Nacht, Hasebär. Guten Morgen. So, heute sollte der Tag der Tage sein und wir düsen heute Morgen weiter. Wir gehen jetzt noch schöne Runde spazieren, dann noch einmal schnell Vieh und entsorgen. Dann muss ich auch noch mal schnell zum Konsum, weil ich muss noch eben Wasser holen und dann geht's aber los. Ich wollte euch mal zeigen, wie es hier aussieht seit 3 Tagen. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt gesagt habe, ein letztes Mal hier. Weil ich ja schon die ganze Zeit fahren wollte. Aber weiter bitte. Heute ist es wirklich unser letztes Mal, dass wir diesen Weg gehen.
Und ja, jetzt gleich gehen wir zum, habe ich schon gesagt, zum Für- und Entsorgen und so. Habe ich schon gesagt. Ich glaube, ich schon erzählt, ja. Ja, wir gehen jetzt noch mal einmal hier zum Strand. Einmal mit den Füßen ins Wasser. Und da sind zwei Mann, die machen sauber. Mega, da. Also hier ist wirklich sauber und ich habe aber gerade, bevor ich die Kamera angemacht habe, kurz vorher, als ich hier reingelaufen bin in dieses Parkähnliche hier, die sind echt super, die machen hier echt sauber. Habe ich am Anfang gesehen, da lag so viel Müll, Dönerpapier und der Mülleimer quillt über. Habe ich vorher nicht gesehen, aber die sind schon echt gut. Also die sind wirklich mit allem Mann, sonst haben die immer lilane T-Shirts an. Heute Morgen haben sie alle hellblaue T-Shirts. Und die machen hier alles sauber. So, da vorne war jemand schlau. Der hat sich da mit dem Wumi hingestellt und hat da geschlafen. Ah, bester Ausblick. Richtig gut.